Hallihallo, Hallöle. Was spielen wir heute? Project Below. Weiß ich, was das ist? Nee. Warum weiß ich nicht, was das ist? Weil ich mir von itch.io tausende Spiele gefühlt gedownloadet habe und jetzt gerade irgendwas suche zum Aufnehmen. Bin darauf gestoßen, fand die Grafik interessant, aber worum es geht, kein Plan. So, das war die Kurzausführung. Dasselbe. Oh, falsches Fenster. Wir spielen irgendein Horror-Game. Frag mich nicht, was das ist. Es kann sein, dass es schlecht ist, es kann sein, dass es gut ist. Wir werden wahrscheinlich aufs Übelste zu Tode gejumpscare, weil ich finde, die Grafik sieht auch schon gut aus. Ja, machen wir weiter. Machen wir mal ein neues Spiel. Ich hoffe, es ruckelt nicht. Ich hoffe, mein V-Roy-Charakter ruckelt nicht. Es sieht weitestgehend flüssig aus. Okay, so ein paar kleine Ruckler sehe ich jetzt so. Ob ihr das jetzt so richtig wahrnimmt, keinen Plan. Das ist ein bisschen ganz, ganz leicht. Okay. Geht hier ab. Ich höre eine Fliege. Meine DPI gefällt mir gerade so gar nicht. Oh, besser. Ah! Gelb? Oh mein Gott, da ist ein Timer. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Also hier habe ich reingekackt anscheinend und nicht gespült, weil man nicht spülen kann. Hier kommen die ganze Zeit irgendwelche Dämpfe raus. Kämpfe. Alter, oh, das ist ja ein cooles Detail. Okay, wenn ich darauf gehe, startet sich der Timer neu. Ich warte mal, bis der Timer abläuft, I guess. Ich hoffe, das Spiel dauert jetzt nicht allzu lange. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich mit irgendwas interagieren kann. Ich weiß nicht, ob das hier. Was ist das hier überhaupt? Wo bin ich überhaupt? Bin ich in einem Boot? Bin ich irgendwo in einem Bunker? Also, ich verstehe es nicht. Ich kann springen. Okay. Ich weiß nicht, was passiert, wenn das rote Licht angeht. Ich denke aber, das da ist harmoniert mit dem Timer. Okay. Bei wie vielen Zahlen denkt ihr, geht der auf rot? Ich tippe ab 10. So 10, 9, 8. Dann ist diese Lampe hier rot. Ich habe es predicted. Bis jetzt alles, was ich predicted habe in meinen Let's Plays, ist eingetroffen. Komm schon, enttäusch mich nicht. Inspection in 30 seconds. Was? Was? Das war einfach mal so Instant Karma. Ja, Inspektion. Say this area during inspect check. Ja, inspiziere mich ruhig. Nichts gegen. Weiß nicht, ob ich verliere, wenn das jetzt passiert. The time over? Mein Menü. New game. Hä? Das sehe ich nicht ein. Das kann doch nicht sein. Ich fange gleich an zu weinen. Trinke Wein und spitte Double Time. Und springe in den Rhein. Nein, Spaß. Hallo. Was kann ich hier machen? Kann ich hier überhaupt irgendwas interagieren? Habe ich eine Flashlight? Also, um die Inspektion durchzuführen, muss ich hier drauf gehen. Ich kann auch nicht rumspringen. Was ist das? Es kann doch nicht sein, dass ich hier gar nichts machen kann. Ich habe keine Flashlight. Ich kann nicht. Ich kann crouchen. Ich glaube, das hier ist ein Escape Room. Vent. Nee, sehe ich nicht ein. Okay. Das scheint ja zu klappen. Das scheint ja zu klappen. Aber irgendwo muss ich doch. Ist
Ding hier aufkriegen. Und das geht ja nur. Band. Ich muss die Schrauben irgendwie lösen. Crouchen weg. Kann ich spülen? Nee. Warte, irgendwas kann ich da gerade machen. Nerv mich nicht. Es ist anscheinend ein Escape Room. Ein Horror Escape Room. Was in erster Linie jetzt gar nicht mal so schlecht ist. Aber anscheinend ist das Spiel sehr schwer, weil ich finde hier nicht wirklich Sachen. Nicht was sehr offensichtlich ist. Ich klicke tatsächlich nur dumm durch die Gegend rum. Das Bett ist damit doch verbunden. Zurück. Nee, aber ich kann hier irgendwie rein, wenn ich. Screw. Dafür brauche ich einen Schraubenzieher. Kann ich mir nicht einfach wie bei Edna bricht aus so einen Nagel abbeißen und das damit dann machen? Kann ich hier was rausholen? Nein, wahrscheinlich nicht. Boah, da hinten ist irgendetwas sehr uncool. An der Decke. Hier kann ich doch gerade irgendwas machen, oder? Wie springe ich überhaupt? Das ist einfach nur, ich stelle mich auf die Zehenspitzen, ich springe nicht. Okay, wo geht das grüne? Das Kabel brauche ich, glaube ich, gar nicht folgen. Vor allem, weil es ja auch einfach random durch so ein Rohr durchgeht. Ja, das ist jetzt Kacke. Mensch! Warum ist das Spiel denn so schwer? Fuck mich nicht ab. Weißt du was? Wisst ihr was? Ich mach das jetzt wie folgt. Ich gehe jetzt in mein Menü und guck mir an, wie man da weiterkommt. Bis gleich. Ey Leute, ey, das glaubt ihr mir nicht. Nee. Also, das Spiel ist so unfassbar schwierig. Ich hab da jetzt jemanden zugeguckt, der ist dabei verzweifelt gefühlt gerade. Aber ich weiß jetzt, wie es geht. Okay, das ist ein Projekt anscheinend. Ich weiß jetzt ein bisschen mehr, so circa fast, glaube ich, wie es aufgebaut ist. Ich muss, bevor der Time abläuft, immer hier hinrennen auf die Platte. Kann aber durch verschiedene Räume und muss immer verschiedene Sachen finden. Und ja, das Stück Metall muss ich hier abbiegen. Oh, oh Gott, das hat mich erschrocken. Crouch. Ja, zack. Ja, und bei euch so? Wie war euer Tag so? Ich spiele gerade ein extrem schwieriges Spiel. Aber ist okay, ich hole mir noch Getting Over It und nimm das auch auf. Okay, wir sind im Raum. Gehen da jetzt durch. Sind im nächsten Raum. What the fuck? Das sieht anders aus als in dem einen Spiel. Ich crouch mal nicht mehr. Hier muss ich anscheinend durch. Die nächste Tür. Sag mir nicht, ich muss. Naja. Ich
Das Rad hat doch bestimmt irgendwas getriggert. Ich kann doch jetzt bestimmt irgendetwas. Der Raum sieht auch einfach komplett anders aus als den den Typ da gerade betreten hat. Was geht denn hier ab? Was kann ich hier überhaupt machen? Nothing. Oh, warte. Das Ding hier kann sich bewegen. Da ist noch eins. Der Timer regt mich total auf. So, ich denke, hier ist jetzt ein Rätsel. Zum Schluss müssen wir das Ding hier drehen können. Ich habe jetzt zwei gefunden. Das heißt, hier ist eventuell noch ein dritter. Ja. Jetzt drehen wir den mal zuerst. Die ist schon gedreht. Den hier jetzt? Nee, hier war doch keiner. Kann ich den hier wieder drehen? Nee. Der quasi heißt, hier befindet sich irgendwo noch einer. Hä? Inspection in 30 seconds. Das Ding macht mir total Angst, aber ich bin ja einen Raum weiter. Eigentlich muss ich mich gar nicht so abhetzen. Kann ich jetzt nicht irgendetwas anmachen? Wie Wasser oder so. Kann ich die Klospülung betätigen? Kommt mir dann ein vergoldetes Stück Scheiße, womit ich irgendwas aufknüppeln kann? Nee? Okay. Ach Gott. Ey Leute, geht nie mit mir in einem Escape Room in Real Life. Ich bin der nutzloseste Motherfucker, den ihr da finden werdet. Ja, da ist einer. Hier ist einer. Findet sich heute scannt keiner. Warum kann ich dich nicht drehen? Valve. Valve. Ich will hier lang. Hallo. Ist doch bestimmt noch einer, oder? Ich bin wahrscheinlich so blind wie sonst was. Ja. Checkt. Also. Gott, oh Gott, oh Gott. Das Spiel ist ja richtig retarded. Jetzt! Ja, komm. Okay, gut. Habe ich das herausgefunden? Resette ich den Timer mal. Übrigens, der Typ im Video hat sich gerade genauso wie sehr wie ich darüber beschwert, dass das hier unser Springen ist. Erstmal generell erkunden. Scheinbar geht es hier irgendwo lang. Wo der Weg hinführt, kann ich dir so nicht sagen. Oh. Das war einfach. Okay, gut. Die Ratte hier ist cool. Ey, wenn ich jemanden fangen muss, dann raste ich aus.
Inspection in 30 ja, ja, das dachte ich mir schon, deswegen bin ich hier. Ich sehe mich jetzt schon die ganze Zeit googeln, wenn ich etwas hier nicht raffe. Dann gehe ich einfach hinterher. Schade, ich dachte, ich kann es kriegen. Dann gehe ich einfach hinterher, google es. In der Hoffnung, dass ich das kriege. Gerade dezent Angst. Switch. Muss ich jetzt irgendwie solche Switches finden? Is this possible? Dann befindet sich wahrscheinlich kein Switch oder so. Die Ratte finden? Soll ich die Ratte essen? Ich will die Ratte essen. B4. Ja. Junge, wie schläft der Typ überhaupt? So in diesem Sekundentakt zu pennen ist ja absolut disgusting. Aber da war gerade was an der Seite. Das habe ich mir noch nicht angeschaut. Hier kann ich reinwenden. Ah! Ihr seht ja richtig lecker aus. Mm, yummy. That's really juicy. Gut. Kann ich da wenigstens lang? Ja, ich weiß, ich weiß. Brauchst du mir nicht sagen. Ich gehe da nur kurz lang, aktiviere das da. Und dann gehe ich auch wieder zurück. Ja. Ist irgendwas jetzt rauskommt. Ich bin nicht da und ich kann jederzeit den hier machen. Blub. Und dann kann er mich mal. Ja, ich konnte es schon riechen. Ey, können wir nicht irgendwo den nächsten Button kriegen? Oder müssen wir da wirklich die ganze Zeit hin, weil irgendjemand zur Inspektion vorbeikommt und dadurch diese Luke durchschaut? Aber selbst wenn, wieso sterben wir, wenn der Timer abläuft und wir trotzdem in unserem Gehege sind? Ist ja lame. Jetzt bei A2. Monster? Lang. Super. Das meine ich. Das ist immer sehr cool. Zack. Jetzt habe ich auch ein bisschen weniger Strecke. Jetzt hier lang. Ey, das Spiel sieht schon schön aus, aber ich weiß nicht. Ich wünschte, ich hätte ein Menü, wo ich etwas an den Settings machen kann. Alter Schwede. Strahl mich nicht so an. Scheiße. Das war ja gut. Okay. Ich gehe eben zurück. Ich mache das jetzt so, dass ich mit jedem Rätsel einfach mal zurückgehe. Oh, eine Sprintfunktion, die wäre so schön einfach. Na, der Weg dauert halt auch ewig, ne? Wahrscheinlich gleich angekommen und dann geht der krasse Timer los. Siehste? Siehste, Junge, jetzt habe ich es aber predicted. Junge, dauert das ewig. Zurücklaufen.
Ich weiß nicht, wie ich das sonst machen soll. Ich werde das jetzt wahrscheinlich nicht überleben. Oder? Doch, doch, werde ich überleben. Easy going, überlebe ich das. Mein Timer ist gefreezed. Okay. Okay. Das ist cool. Vielleicht habe ich jetzt den nächsten Timer und verkacke, weil ich den nicht gesehen habe. Ja. Bis jetzt waren, bis auf das Rätsel am Anfang, alle sehr. Naja, es geht. Ist jetzt nicht so schlimm. Ich erwarte eigentlich irgendein Monster oder irgendeinen Jumpscare. Security Switch. Ich habe den Timer angehalten. Hätte ich da eigentlich auch sehen können. Alter. Okay, ich muss einen Zahlencode finden. Ja, es hätte ja auch einfach sein können, ne? Der könnte wieder überall sein. B hatten wir, also das hier sind wahrscheinlich die Räume. Ich habe einen Raum gesehen in der B drauf. Die suchen wir jetzt. C ist 9. Cool, C ist schon mal 9. Was B sein wird, keine Ahnung. Ich glaube, A ist, glaube ich, unsere eigene Zelle, I guess. Leute, haltet kurz die Ohren zu. Tut es für mich. Danke. Ah, oh, damn. Nice. Okay, B4, C9. Suchen wir noch A. Das ist wahrscheinlich unsere Zelle. Nö. Okay. Mysteriös und komplex. Dann suchen wir jetzt wohl die A. Ting, tang, UAA, walla walla bing, bang, ding, ding, dong. Hier komme ich gleich eh wieder raus, also gehe ich hier lang, weil ich hier wahrscheinlich nur den B-Raum finde. B. Was ist mit den Leuten, die da eigentlich abgekratzt sind? Das könnte das nicht A sein. Das ist einfach nur ein Raum, wo die Leute abgekratzt sind. Durchschauen? Nee, kann ich nicht. Also, wenn ich irgendwann mal sterbe, habe ich echt keinen Bock, so zu verwesen. Ja. Ist ja weird. Diese Stromleitung hört sich an wie eine Fliege. Die ist direkt in meinem Ohr. Ist absolut ekelhaft. Oh fuck, die Zahlen habe ich die jetzt noch im Kopf. B4 C9. Ja. A2. Okay. Hab's. A2 B4 C9. 2 4 9. Okay. Dim, 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 dim. Another one, das, das. Another one, 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 another one
keine Ahnung, was ich hier freischalte. Es würde einfach vielleicht mein Leben. Oh, da ist ein Mensch drin. Hallo. Hey. Na. Lebst du noch? Okay, cool. Ist ja bis jetzt gar nicht mal so krass schwer. Also ich komme irgendwie voran. Das ist jetzt der übelste Jumpscare des Jahrhunderts, oder? Nee. Hier in dem Raum finde ich wahrscheinlich nichts mehr. Außerdem macht mir das Ding da drüben Angst. Also gehe ich jetzt mal wenden. Scheiße. Den kann ich nicht betätigen. Dann geht's hier anscheinend jetzt hoch. Oh Gott. Oh Gott, da kommt doch noch irgendwo ein Jumpscare, ich sag's euch. Oder wir sind jetzt draußen, weil es nach oben geht. Und das hier eigentlich im Bunker war. Das. Oh, ich kann mich nicht mehr bewegen. Okay, da wird jetzt irgendwas Krasses kommen. Ich halte meine Augen noch offen. Wir sind. Thank you for playing. Ich kann nicht mal entkommen. Ich bin quasi auf irgendeinem riesigen Schiff oder so. Das war's. Das war... Also es ist schön, dass ich es geschafft habe, so, aber das Ende ist jetzt nicht so toll. Naja, egal. Wie lange geht die Aufnahme? 7 Minuten? Never. Never geht die 7 Minuten. Nee, das habe ich nicht so schnell geschafft. Ganz bestimmt nicht. Ja gut, ich würde sagen, das war's dann für heute. Ja. Ich wünsche euch gleich weiterhin viel Spaß auf YouTube, beim Videoschauen oder was auch immer ihr macht. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!